bestens gewappnet und bei strahlendem Sonnenschein brauchen wir jetzt eigentlich gar keine Angst mehr vor Vampiren zu haben, oder? Wir sind nämlich hier auf der Burg Pappenheim und die Lisa wird uns jetzt gleich eine Geschichte vorlesen. Das Besondere ist, die hat sie selber erfunden. Der Titel Revision, was so viel heißt wie Wiederholung. Und dieser Roman spielt zwischen zwei Bestseller-Romanen, nämlich Twilight, Bis zur Mittagsstunde und Bis zum Abendrot. Und jetzt wird es spannend, weil Lisa wird uns jetzt erzählen, worum es in dieser Geschichte geht, das heißt den Inhalt. Und wir werden versuchen, den Inhalt in die Form eines Klappentextes zu bringen. Das ist so eine kurze Inhaltszusammenfassung auf einem Buch, kennt ihr bestimmt. Und das werden wir so lange machen, bis es perfekt ist. Denn heute geht es darum, Texte zu gestalten und dann Texte zu überarbeiten. Also mein Roman, der ist ja noch nicht ganz fertig, aber ich habe schon 50 Seiten. Das Wichtigste meiner Hauptfigur, das ist Mulaila. Sie ist 15 Jahre alt und ein Heilvampir. Heilvampire? Ich kenne alle Bissromane, aber von Heilvampiren habe ich noch nie etwas gehört. Kannst du auch nicht. Ich habe mir Heilvampire ausgedacht. Sie sind da, um Menschen zu heilen und Vampire zu töten. Und wo spielt die Geschichte jetzt? Also eigentlich in Port Angeles und in Forks, also da, wo Edwards Familie wohnt. Sie gehört nämlich auch mit zu den Cullens. Sie ist im Eis eingebrochen und Carlyle hat sie gerettet und die einzige Chance, sie am Leben zu behalten, war sie zu beißen. Also machte Carlyle Mulaila zum Vampir. Richtig. Und wie geht es jetzt weiter? Also ein gefürchteter Vampirzirkel kommt nach Port Angeles und die nennen sich alles Sodras Zirkel. Und die sind böse? Ja, sie töten Menschen und das machen sie immer auf die gleiche Art und Weise. Sie nisten sich in kleine Städte ein, erlangen dann das Vertrauen der Menschen und irgendwann töten sie dann alle, saugen ihnen das Blut aus. Boah, ganz schön gruselig. Aber es gibt ja noch Mulaila und die rettet alle, oder? Naja, Mulaila wird das Lieblingsziel von Alis Sodra, weil sie den Tod riechen kann, bevor er eintritt. Alis Sodra will Mulaila für sich haben und verspricht den Cullens, dass sie Port Angeles in Ruhe lässt. Ich kann's nicht fassen, dass die Cullens so etwas zulassen. Machen sie ja gar nicht und sie bekommen Hilfe. Lass mich raten, vom Supervampir und Mädchenschwarm Edward. Nein, von Jazz. Jazz? Ein neuer Vampir? Lisa, das ist total wichtig. Und du rückst immer erst nach und nach mit den Infos raus. Also wer ist Jazz? Na, der ist der Held meiner Geschichte. Eigentlich gehört er zu den Bösen, also zu Alis Sodras Zirkel. Aber er verliebt sich in Mulaila und deswegen hilft er den Cullens. Typisch Mädchengeschichte. Hey, was hast denn du gegen Romantik? Also ich finde es super bis jetzt. Ja, ich finde es auch gut, dass ihr vor allem jetzt schon mal geklärt habt, wer hat wann, was, wo, wie gemacht. Und jetzt geht's dran, den Inhalt mal kurz und knackig zusammenzufassen. Gut, dann fang doch mal an zu schreiben, bitte. Also jetzt einfach losschreiben? Also ich kann das nicht. Lisa mag zwar gut darin sein, aber ich kann das nicht. Einfach so aus dem Stegreif eine Inhaltsangabe schreiben. Dann lass uns doch einfach erstmal überlegen, was muss man denn für eine Inhaltsangabe beachten? Der Inhalt muss zusammengefasst werden. Nur das Wichtigste, aber auch nicht zu knapp, denn der Leser muss es schon verstehen können. Wir müssen in der Gegenwart schreiben, damit es lebendiger klingt. Ich schlage vor, wir lassen noch einen Rand frei zum Überarbeiten und Korrigieren. Richtig. Okay. Was musst du ändern? Das ist wichtig, dass du da reinschreibst, das ist Mulaila und das ist fertig! Na, dann lies mal vor. In dem Buch Revision von Lisa geht es um Vampire. Mulaila ist das neueste Familienmitglied der Cullens. Sie wurde von Carlyle vor dem sicheren Tod gerettet und verwandelt sich durch den Biss zur Heilvampirin. Doch das bleibt Mulailas Geheimnis. Auch, dass sie dadurch ein Feind der Familie wird, weil das ist auch nicht notwendig. Weil sie ihr gegenüber der Cullens kein Feind mehr ist. Dann wurde es gefährlich. Als der gefürchtete Vampirzirkel Alis Sodras sich in Port Angeles niederlässt, um den Ort auszurotten. Denn seit Jahrhunderten zogen 9 Vampire rund um die böse Anführerin Alis Sodra von Dorf zu Dorf. Denn sie leben sich dort ein und gewinnen das Vertrauen der Menschen. Dann machten sie den Ort platt und töteten die Menschen. Die Cullens treten schließlich gegen die Alis Sodras an, für Mulaila und für die Menschen von Port Angeles. Und Lisa, was meinst du? Also ganz ehrlich, ich hätte keine Lust, das Buch zu lesen, denn es ist einfach zu ungenau und sprachlich einfach total schlecht. Naja, das ist ja der erste Entwurf. Also jeder Text, zum Beispiel auch in der Zeitung, wird ja nochmal überprüft, korrigiert vom Chef oder von der Schlussredaktion. Auch ganze Bücher werden geprüft durch ein Lektorat.
Genau, weil es ist ja ganz wichtig, dass der Leser versteht, worum es geht. Und die Funktion von dem Text muss ja auch ganz klar sein. Ne? Also eine Nacherzählung will zum Beispiel was anderes. Die will relativ genau erzählen, während hingegen so eine kurze Inhaltsangabe natürlich alles möglichst knackig zusammenfassen will. Wir müssen natürlich auch die Sprache und die Rechtschreibung beachten, weil stellt euch vor, wenn man den Text dann vor lauter Rechtschreibfehlern und falscher Wortwahl überhaupt nicht mehr verstehen kann, ist das natürlich auch ein ganz schlechtes Aushängeschild. Ja, oder wenn der Text total langweilig ist, wenn am Anfang immer nur kommen denn oder und dann und dann und dann. Genau, das ist auch der Grund, warum wir den Text jetzt noch mal überarbeiten werden, aber an einem anderen, gruseligeren Ort. Wir sind jetzt hier herabgestiegen in die Folterkammer der Burg Pappenheim und ihr werdet jetzt so lange gefoltert, bis unsere Inhaltsangabe wirklich gut ist. Dafür bekommt ihr so eine Checkliste, da sind dann verschiedene Checkpoints drauf. Die sind von Textsorte zu Textsorte unterschiedlich. Wir teilen uns einfach auf in Experten, ja? Inhalt, Rechtschreibung, Sprache. Cool, ich bin ein Sprachexperte. Ja, und weil ihr natürlich ganz wichtige Experten seid, bekommt ihr jetzt auch wichtige Expertenunterlagen, nämlich eure Checklisten. Und ihr müsstet jetzt halt einfach mal diese Listen, lass uns mal angucken, Punkt für Punkt durchgehen, gucken, ob ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, die dann da eintragen. Genau. Könnt ihr teilweise auch Markierungen in den Texten selber machen, müsst ihr halt immer den Bezug zwischen Text und Liste herstellen. Und ich habe da auch noch einen Vorschlag. Also, wenn ihr was im Text markiert, dann nehmt doch immer eure Farbe. Also ich grün für den Inhalt, Ibo blau für die Sprache und Rema rot für die Rechtschreibung. Grandiose Idee und als hätte ich es gewusst, habe ich natürlich schon was für euch vorbereitet. Und zwar diese formschönen Ketten hier. Du bekommst hier deine für Inhalt, du bekommst deine für Sprache und für Rechtschreibung. Ihr bekommt nachher auch noch unterschiedliche Stifte. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Diese ganzen Checklisten gibt es nämlich bei uns online. Da könnt ihr die nochmal nachlesen und ihr könnt sie vor allem ausdrucken. So, Lisa, stimmt denn jetzt dein Text mit dieser Inhaltsangabe überein? Ja, also ganz ehrlich, würde ich mein Buch selbst nicht kennen und das anschauen oder diesen Text lesen, dann würde ich selbst nur die Hälfte verstehen. Ja, dann zeig mir doch jetzt mal deine Checkliste. Genau, Titel, Autor, zusammengefasst. Okay, welchen Checkpoint bearbeitest du denn gerade? Ja, also gerade den ersten, das mit dem Kernsatz. Also da muss natürlich rein so eine kleine, knappe Zusammenfassung. Und der Autor, der Buchtitel und die Textsorte sollten aber auch genannt werden. Und hier steht einfach nur in dem Buch Revision von Lisa geht es um Vampire. Das ist natürlich nicht genug. Mhm. Dann versuch doch einfach mal so einen Kernsatz zu formulieren. Ja, also erstens ist mein Buch eine Weiterführung eines Romans, so viel zur Textsorte. Und als kleine Inhaltszusammenfassung könnte man schreiben, dass Mulala das neue Familienmitglied der Cullens ist und dass sie von Alessandra verfolgt wird, sowas in der Art. Mhm. Gut, das ist ja eigentlich alles, was in den Kernsatz rein muss. Ne? Das würdest du jetzt einfach hier in eine Checkliste eintragen als Verbesserungsvorschlag. Ja, also, aber weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Wir schreiben immer in der ersten Vergangenheit, obwohl wir in der Gegenwart schreiben müssen, also im Präsens. Super beobachtet, dann machst du es jetzt einfach so, du nimmst dir deine Checkliste her, deinen grünen Stift, schreibst dir da ein G rein und schreibst hin, siehe Text. Dann kannst du nämlich im Text die ganzen Fehlerstellen anstreichen und dann weiß dann der es korrigieren muss, okay, ich muss einfach nochmal mehr auf die Gegenwart achten. Solche Korrekturzeichen wie G für Gegenwart können ganz wichtig sein. Die könntet ihr im Vornherein ausmachen, dann könnt ihr dann zum Schluss den Text leichter verbessern. Aber achtet drauf, macht nicht zu viele verschiedene Korrekturzeichen aus, sonst kommt ihr durcheinander. Das gibt ein Chaos. Und online haben wir für euch auch einige Korrekturzeichen zusammengestellt. Zum Beispiel SB für Satzbau, WW für Wortwiederholung und RS für Rechtschreibung. So, du Sprachexperte, zeig mir mal deine Checkliste. Okay, treffende Adjektive. Genau, Wortwiederholungen vermeiden, okay. Also wenn ich mir unsere Sprache nun anschaue, dann gruselt es mich wie einen Vampir, der gerade Knoblauch sieht. Wieso? Naja, wir haben total viele Wortwiederholungen, wie zum Beispiel hier die böse Anführerin, dann hier nochmal die böse Anführerin. Mhm. Okay, gut, klingt nicht so doll. Mal einen Vorschlag zur Verbesserung. Mein Expertenvorschlag wäre, wir würden den Namen mit Alessandra ersetzen. Oder mit dem persönlichen Fürwort, Sie.
Ivo, du bist so schlau. Sehr gut. Aber mir ist da gerade noch was anderes aufgefallen. Und zwar steht da, dass sie den Ort platt machen. Finde ich irgendwie sehr umgangssprachlich, oder? Umgangssprache ist hier nicht passend. Also platt machen ist definitiv zu umgangssprachlich. Und das zweite Problem daran ist auch, man kann sich da nicht so wirklich was drunter vorstellen. Das drückt nicht wirklich aus, welche Tätigkeit da gerade gemacht wird. Ne? Und wir wollen ja, passende Verben, passende Adjektive. Okay? Sag mal, Ivo, was hast du da noch? Also, die besten Sachen behältst du wieder für dich. Schluss da. Was ist das? Das ist mein Sprach- und Rechtschreibcheckerheft, also meine Geheimwaffe. Da habe ich mir aufgeschrieben Bindewörter für die Zeit, wie zum Beispiel schließlich, danach, trotzdem. Und habe ich mir noch jede Menge Wortfelder gemacht für die verschiedensten Wörter, wie zum Beispiel laufen, sehen, gehen, damit ich halt eine Liste habe mit den verschiedensten Wörtern. Okay. Aber niemanden weitersagen, okay? Was fährst denn du für Geschütze hier auf? Hä? Laptop? Ja, also ich dachte mir mal, ich tippe den Text einfach mal im Computer ein und lass mal die Rechtschreibfehler über Word überprüfen. Das ist eine gute Idee, aber wie funktioniert das? Also schau mal her. Wenn ich zum Beispiel ein Wort reinschreibe und er erkennt es nicht, weil da eben ein Rechtschreibfehler drin ist, dann streicht es mir rot an. Und somit kann ich einfach mal nachschauen, wo der Haken ist. Und zur Sicherheit habt ihr ja hier immer noch eure schöne Rechtschreib-Checkliste, da stehen so feine Sachen drauf wie, sind alle Satzanfänge groß geschrieben, sind alle Nomen groß geschrieben und so weiter und so fort. Und wir wissen ja außerdem, dass wir zum Beispiel auch noch Nachdenkwörter haben. Ich sehe hier nämlich rund, ist hier zum Beispiel falsch geschrieben mit T, das ist nicht richtig, hätte ich aber auch selber gewusst. Warum? Das kannst du auch steigern, indem du einfach runde. Aha, durch die Steigerung merke ich es. Wenn ich nämlich einfach nur sage rund, da höre ich gar nichts. Stimmt. Es gibt aber trotzdem, du hast absolut recht, auch Wörter, die ich durch Sprechen richtig schreiben kann. Und dann welche, die muss ich halt gelernt haben. Oder wenn ich sie nicht parat habe, schaue ich wonach? Im Wortprofi. Sehr gut. Der Text für unseren Buchrücken ist jetzt also fertig, denn wir haben die Inhaltsangabe nochmal überarbeitet im Hinblick auf Rechtschreibung, Inhalt und Sprache. Mal schauen, wie es klingt. Lisa Fanders Fortsetzung der Twilight-Romane Revision handelt von der Verwandlung der 15-jährigen Molayla zur Vampirin und von vielen Gefahren, denen sie sich als neuestes Familienmitglied der Vampirfamilie Cullen stellen muss. Molayla wurde von Carlyle Cullen mit einem Biss vor dem sicheren Tod gerettet und lebt seit ein paar Monaten bei der Familie. Doch als der gefürchtete Vampirzirkel von Alessandra sich in Port Angeles niederlässt, um den Ort auszurotten, wird es gefährlich. Seit Jahrhunderten ziehen 9 Vampire rund um die Anführerin Alessandra von Dorf zu Dorf, leben sich ein, gewinnen das Vertrauen der Menschen, um dann den Ort zu überfallen und die Einwohner zu töten. Molaylas Gabe, den Tod zu riechen, bevor er eintritt, macht sie zum Feind für Alessandras Zirkel. Deshalb will die Anführerin Molayla für sich besitzen. Die Cullens treten schließlich gegen Alessandras Zirkel an, für Molayla und für die Menschen von Port Angeles. Oh ja, das finde ich richtig gut. Finde ich auch. Ich habe voll Bock auf Lisas Buch. Und Lisa, bist du auch zufrieden? Der Klappentext ist perfekt, jetzt muss ich nur noch das Buch zeigen. Gute Idee, ja? Und ihr könnt natürlich wieder nachlesen und üben online.